Ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Harvest Moon. In der letzten Folge habe ich fälschlicherweise gesagt, wir hätten unseren Keller schon in Auftrag gegeben. Das war aber nicht der Fall, da hat mich ein freundlicher Zuschauer darauf hingewiesen. Und zwar haben wir ganz einfach nur die Steine gekauft. Wir hatten da nicht mehr genug Geld für den Keller. Wir brauchen nämlich 100 oder 200.000 brauchen wir für den Keller genau. Darauf wollten wir dann ein bisschen sparen. Wir haben ja schließlich den ersten Frühling wieder und ich guck mal eben, ob wir noch Samen haben. Grassamen haben wir. Nein, das will ich auch gar nicht. So. Kohlsamen hätten wir. Aber die sehe ich jetzt mal nicht aus. Kohl bringt auch, meine ich, gar nicht. Doch, Kohlsamen kann ich ruhig mal aussehen. Das ist nicht das Problem. Da bekommen wir noch einen Erntewichtel, wenn ich mich nicht täusche. Das ist prima. Also nehme ich das mal mit, dann gehe ich mal raus. Karin hat erst ab 9 Uhr offen, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, ob ich schon bei meinen Hühnern war. Ja, ich habe sie allesamt rausgesetzt. Okay, oder ich mache nochmal sicherheitshalber. Ja, ich war bei euch. Dann wollten wir ja eigentlich mit unserem Dingens Zauberamulett, da tue ich mal hier hin, rüber nach hier gehen, weil wir ja hier jetzt was anbauen wollen, weil da die Pflanzen einfach schneller wachsen und der Schein trügt im Gegensatz zu einem Keller ist das, obwohl das hier innen drin ist, auch jahreszeitabhängig. Also da kann man nicht einfach sagen, ach weißt du, das sieht ja so toll aus, das ist drin, aber wenn ihr im Frühling was sät für den Frühling, dann sind die Pflanzen spätestens im Sommer kaputt. So ist das leider. Aber wir verdienen ja auch so schon recht gut Geld. Das ist ja dann nicht das Problem. So. Und flupp. Und dann hier auch noch. Ich entschuldige mich auch nochmal hier an dieser Stelle dafür, dass in der letzten Woche so wenig Folgen gekommen sind. Meine Schwester hat einfach ihren Abiball und da muss man ja ein paar Sachen vorbereiten. Versteht ihr sicher so? Sachen einkaufen und so. Einfach nur so jetzt mal am Rande erwähnt. Ich hoffe, das nehmt ihr mir halt nicht übel. So, und dann hier jetzt weitermachen. Und plupp. Und plupp. Und plupp. Und plupp. Plupp. Und da und da. Und nicht den Kopf schütteln, nicht verzagen, mein Freund. Dann hier auch noch, da muss ich mal kurz gucken, wie es mit unserer Gießkanne aussieht. Die packe ich auch mal nach vorne. 81 Wassereinheiten haben wir noch. Ich hoffe mal, das reicht. Ich gieße jetzt einfach mal schon mal im Voraus. Ja, 81, das reicht locker. Das ist nicht das Problemchen. So, hier wird unsere Anbaufläche dann wahrscheinlich auch ein bisschen größer sein als auf unserem anderen Feld. Wir haben jetzt hier auch übrigens 8 Felder. 7 bleiben übrig. Das heißt, ich kaufe mir mal 7 Saatbeutel. Ich weiß noch nicht genau für was, also mit was. Nein, ich will doch da auffüllen. Genau, das wollte ich. Dann geht die Zeit auch jetzt schon wie im Fluge rum. Dann teleportiere ich mich mal schnell nach Hause, damit wir bei Karin Samen kaufen können. Hallo Karin, Supermarkt. Wie komisch sieht aus, als hätten sie frei. Oh, das ist ja prima. Da müssen wir jetzt... Nein, es geht keiner ans Telefon. Es ist ein Fall. Okay, dann können wir heute auch nicht bei Vesta einkaufen gehen. Frühling, Dankfest. Gib dem Mädchen Plätzchen. Oh, ich habe keine Plätzchen. Ich weiß nicht, wie man Plätzchen macht. Ich glaube, dafür braucht man Milch. Wäre jedenfalls logisch. Und du Hund, komm bitte aus der Ecke raus, wenn der Keller irgendwann da gebaut wird. Und du bist in der Ecke, dann bist du für immer weg. Und das will ich nicht. Ich hab dich lieb. Und dich auch, Seel. Dann gehe ich jetzt einfach schlafen. Jetzt habe ich zwar umsonst gegossen, aber das macht ja jetzt auch nichts. Und es regnet. Das ist halt der Nachteil. Wenn es regnet, kann man, muss man auch gießen, weil es halt, wie gesagt, drinnen ist. Oder wie ersichtlich drinnen ist. So, Kevin hat immer noch nur ein 2 oder 3 Herzen. Nach all der Zeit. Upsa, ich wollte dich nicht gießen, Kevin. Tut mir leid. So, dann nehme ich dich. Nein, ich nehme dich. Ich nehme dich hoch. Dann strubbel, strubbel, strubbel.
8457. Und dann du. Upsa. Da war ich jetzt völlig aus dem Bild raus. 8259 bei wem? Bei Dahlia. Und dann hier. Schade. Auch wieder kein rotes Herz bei Finny. Vielleicht bei dir ein rotes Herz. Ich hoffe, die Hühner haben dann morgen nicht zu sehr schlechte Laune, weil es regnet. Das muss ich mal bedenken. Vielleicht setze ich sie auch eben kurz rein, damit sie auf keinen Fall schlechte Laune haben. Ich glaube, das mache ich eben. Verplemper ich jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, aber so sehr verplempert. Oh, ein rotes Herz ist die Zeit ja auch gar nicht. Bei Dias war ja auch das einzige Hühnchen, was übrig geblieben ist. So, dann hole ich schon mal Futter raus und fülle alle Dingens voll. Verdammt. Wie gut, dass man nicht alles wegwirft. Ich glaube, bei manchen Items wirft man alles weg, wenn man Dinge auf den Boden wirft. Meine ich jedenfalls. Ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht. Aber ich meine mich da an so manche nervige Situationen zu erinnern. Und Entschuldigung, falls da ein komisches Geräusch im Hintergrund war. Ich habe kurz am Hals gekratzt. Das hat da etwas gejuckt. So. Dann hätten wir ja alles fertig. Und dann... Entschuldigung, jetzt stand ich gerade völlig auf dem Schlauch. Ich war völlig in Gedanken. Genau, warten, bis wir Karin anrufen können. Mann, war ich mit den Gedanken gerade weg. Aber jetzt bin ich wieder da. Krk, Erde an Kori, Kori an Erde. Nee. Ah, jetzt ist der Witz weg. Mist. Okay, war eh nicht lustig. Karin, danke für den Anruf. Dies ist der Supermarkt. Wie kann ich dir helfen? Hm, Kartoffelsamen, Gurkensamen, Erdbeersamen. Erdbeersamen, glaube ich, wieder, ne? Oder Gurkensamen. Ich glaube, Gurkensamen. Ich könnte mal eben rein theoretisch kurz nachgucken, wie viel was bringt. Aber ich glaube, Gurken bringen mehr. Sind ja auch teurer. Dann nehme ich mal 8 Stück. Danke sehr. Ich werde das hier in deine Werkzeugkiste legen. Das ist lieb. Bist du fertig? Danke, ruf bitte bald wieder an. Ach, wir hätten den Kohl eigentlich gestern schon mal aussäen können. Das habe ich ja völlig vergessen. Ich Dummdusel. So. Dann teleportieren wir uns schnell rüber und gehen da rein. Und dann nehmen wir unsere Samen raus. Mist. Ja, die kommen ja gar nicht ins grüne Feld. Hopp. Hopp. Ach, eigentlich müsste ich ja noch ein paar mehr Samen holen. Ich wollte ja immer Level 2 Früchte machen. Oder versuchen, Level 2 Früchte zu bekommen. Da muss ich mir gleich noch mehr kaufen. Das mache ich sofort. Hier mache ich auf jeden Fall unseren Kohl hin. Ich gieße dann schon mal jetzt. Einfach nur mal vorsichtshalber, damit ich es nicht hinterher vergesse, falls ich doch nicht mehr dran denke, neue Samen zu kaufen. So, alles schön gießen. Dam, dam, dam. Und wie gesagt, ich gieße die Felder einfach nur vor, falls wir gleich wiederkommen. Ich hoffe, dass wir gleich wiederkommen. Ist ja unsere Aufgabe. So, also 6 brauche ich noch. Ist gebongt. Ab zu Karen. Oder Karin. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Also wie man, wo man die Betonung drauf legt, nicht drauf liegt. Wie ich sagen wollte, Lauflegt ist jetzt ein total tolles Wort. Das ist voll modern. Ja, ich hätte gerne 6 davon. Danke, ich werde das hier in deine Werkzeugkiste legen. Ja, das ist lieb. Dann tüdüdü. Ich frage mich nur, wie die das schafft, von ihr durch das Telefon, durch ihre Sachen in meine Werkzeugkiste zu legen. Wahrscheinlich hat die so irgendwelche Stalker am Fenster hängen, die dann schnell die Sachen da reinwerfen.
So, jetzt war ich schon wieder in Gedanken, weil ich gerade auf die Zeitleiste geguckt habe. Karte. Hier hin. Und hier rein. Genau. That's where I want to go. Hier. Hier. Hier und hier und hier und hier. So, dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Den Grundstein hätten wir dann gelegt. Das ist doch auch wieder schön. Ach ja, Bambussprossen gibt es ja jetzt auch wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel die wert sind. Auf jeden Fall sammle ich die Gräser einfach mal. Die Gräser sind ja schon ein bisschen was wert. Das wissen wir ja. Zumal die weißen Gräser, glaube ich, am meisten wert sind. Und die schwarzen Gräser sind, glaube ich, auch recht viel wert. Ich glaube, die schwarzen Gräser sind sogar mehr wert als die weißen Gräser. Sie sind auf jeden Fall ein bisschen seltener. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ich meine, da muss man in die Mine für gehen und Ausdauer für anstrengen. Schwarzes Gras bekommt man, oder schwarze Gräser bekommt man nämlich nur, wenn man in der Mine ist und da seine Hacke benutzt. Also in Etagen der Mine, nicht einfach in dem Hauptraum der Mine, sondern wirklich in Etagen. Ich glaube, ab der ersten Stufe oder ab der 10. Auf jeden Fall kommt eine 1 in der Zahl vor, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht so genau. Eigentlich könnten wir auch wieder ein paar Steine mitnehmen, aber wir haben ja jetzt erstmal genug für den Keller und dann heißt es erstmal wieder Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Und zwar eine Dauerproduktion an Geld mit unseren Ananassamen und vielleicht noch ein bisschen Tomaten oder Mais oder was auch immer. Einfach ein bisschen Geld verdienen und Geld verdienen. Lassen die Jahre dann so ins Land ziehen oder die Monate. Einfach mal gucken, wie lange das dauert, bis wir uns mehr Sachen kaufen können. Wie lange das dauert, bis wir endlich mal heiraten können. Da brauchen wir immer ja noch ein paar Erntewichtel. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, wie viele wir haben. 46 Stück, 14 brauchen wir also noch. Bald bekommen wir noch einen, das heißt, dann brauchen wir noch 13. Oh, ach du meine Güte. Wo soll ich die nur herkriegen? Ich muss auf jeden Fall demnächst wieder... Und jetzt plapper ich wie ein Wasserfall. Ach du meine Güte. Muss ich auf jeden Fall wieder mit der Liste nebenan spielen. Also mit der Liste offen. Warum ich jetzt nebenan gesagt habe, weiß ich nicht. Passt da einfach, finde ich, das Wort. Also die Liste, ich müsste meinen Browser offen haben. Ich meine, ich habe ihn gerade offen, aber im Hintergrund. Aber das ist, soll jetzt auch nicht Thema dieser Folge werden. Thema dieser Folge ist jetzt einfach... haben wir ein Thema? Ich weiß es nicht. So. Okay, dann hätten wir ja alles. Außer vielleicht ist da hinten noch ein bisschen was. Da muss ich dann auch mal gucken. Morgen ist auch der dritte Frühling. Das heißt, wir können die Gräser bei Van verkaufen. So, da haben wir doch noch ein bisschen was. Das ist doch schön. Und dann hier haben wir nichts und da ist sowieso kein Feld. Okay, das ist ja prima. Dann gehe ich mal in Cecilia, schenke ihr ein bisschen Currypulver. Curry haben wir ja gar nicht. Hallo Cecilia, verschlossen. Na, das ist ja prima. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hier bist du hin. Hallo Cecilia. Ich hätte da ein bisschen Currypulver für dich, was auch schon wieder knapp ist. Ich freue mich, dankeschön. Willkommen. Bitte frag Western nach den Produkten. Finde ich schade, dass sie hier nichts anderes sagt. Hat sie eigentlich noch irgendwas anderes? Muss ich mal gucken. Nee, die bietet sie für den gleichen Preis an. Pfirsichsamen. Ja, das kennen wir ja alles schon. Erdbeersamen. Ich finde, Erdbeersamen hätte man ruhig einen Ticken mehr ins Rote machen können. Das ist ja schon sehr pink. Ich meine, schadet jetzt nicht unbedingt, aber... Kartoffelsamen, Erdbeersamen. Ich muss wirklich bis zum nächsten Mal nochmal gucken, auch wenn das gar nichts bringt, das bis zum nächsten Mal. Aber für den Sommer gucke ich auf jeden Fall vorher. Ich hoffe, ich denke dran. Gucke ich auf jeden Fall vorher, was wir denn machen müssen. Was wir am besten nehmen.